Lieben, ich bin's, die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante. Heute wieder mal mit einem echten Patientenfall und zwar zu der Fragestellung, wie kann ich die Kohlenhydrate mit dem Blutzuckerverlauf beeinflussen, um besser in die Gewichtsabnahme zu gehen. Also, Ziel der Gewichtsabnahme ist immer, dass man versucht, die Insulinspiegel, die durch Kohlenhydrate, Kartoffelreis, Nudeln, Brot, Süßigkeiten, häufig Obst oder zu viel Obst. Die Kohlenhydrate können den Blutzucker ansteigen lassen. Dadurch kommt eine Insulinausschüttung hinterher. Allerdings muss man immer dazu sagen, dass Kartoffelreis, Nudelnbrot nicht schlecht sind. Es sind immer langsamere Blutzuckerverläufe, es sei denn, der ganze Teller ist voll. Das heißt, ich esse einen Teller voll Bratkartoffeln oder einen halben Teller voll oder ich esse einen Teller ganz klassisch Spaghetti mit Bolognese. Da haben wir ja immer die Situation, dass der ganze Teller richtig voll mit Nudeln ist. Was kann ich tun? A, könnt ihr die Portionsmengen aus dem Ernährungsmaß sehen. Die Kohlenhydrate kann man anpassen in ungefähr der Handvoll. Und wichtig ist, dass die Kohlenhydrate nicht alleine gegessen werden mit etwas Soße, sondern dass immer die Eiweißquelle mit Fisch, Fleisch, Geflügel oder Ei dazu kommt, um einen Sättigungseffekt über die Eiweißquelle zu bekommen. Das Eiweiß lässt den Insulinspiegel nicht anheben. Und es ist so, dass tagsüber regelmäßig gegessen werden sollte, weil sonst rutschen wir gerne, wenn mal Ruhe ist, in die Heißhungerattacken. Ich bin nicht der Verfechter von 3 Mahlzeiten. Wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, dann ist es sinnvoll, Zwischenmahlzeiten einzubauen. Weil wenn ich zwischendurch eine Eiweißquelle esse, Quark, Joghurt, nicht Obst alleine, sondern Obst immer kombiniert mit Frischkäse, als Quarkspeise, mit Joghurt zusammen zum Beispiel, um den Blutzuckerspiegel immer wieder etwas anzuheben, aber moderat. Und die Eiweißquellen machen immer langsameren Blutzuckerverlauf. Also, was jetzt wichtig für Gewichtsveränderung? Eiweiß essen, regelmäßig essen. Wer mit 3 Mahlzeiten nicht zurechtkommt, auf jeden Fall Zwischenmahlzeiten. Wer in Heißhungerattacken rutscht, immer gucken, habe ich vorher genug gegessen? Und an der Stelle noch wichtig, hört ein bisschen auf euren Körper. Wenn ihr merkt, mir geht es nicht so gut, weil die Phasen zwischen den Mahlzeiten zu lang sind und vielleicht Zittern, Unwohlsein in Form von Unterzuckerung sich bemerkbar machen oder nach viel Kohlenhydraten gibt es viele, die kriegen eine Müdigkeit, dann muss man immer auch ein bisschen daran denken, dass der Insulinspiegel eventuell nicht in Ordnung ist. Und dafür gibt es Möglichkeiten, den untersuchen zu lassen, in der Regel bei den Endokrinologen. Das nennt sich dann Insulinresistenz. Das Thema führt immer dazu, dass mehr Insulin hergestellt wird. Und eine Gewichtsabnahme im ersten Moment, wenn die Kohlenhydrate zu stark sind und die Insulinspiegel immer wieder gepusht werden, dann die Gewichtsabnahme nicht richtig funktioniert, weil der Insulinspiegel eher Körperfett aufbaut, als dass die Gewichtsabnahme kommt. Daher Portionsmengen einbauen. So, ihr Lieben, denkt dran, Plus weg. Abo abschließend, je nachdem, wo ihr mich seht. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.